Ich habe nicht Muslime bei mir auf der Arbeit und die grüßen mich manchmal mit einem Salam, weil sie wissen, dass ich Muslim bin. Gib ich einen Salam zurück oder? Was, wenn ein Kafir zu dir sagt, zum Beispiel ein Jude oder ein Christ, er sagt dir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du sagst nur wa alaikum. Der Beweis dafür, die Überlieferung bei Sahih al-Bukhari, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Aisha radiallahu anha unterwegs war, da kamen sie an Juden vorbei. Die haben zu ihnen gesagt, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Juden, Assalamu alaika. Passt auf, nicht Assalamu alaika, sondern Assalamu alaika. Was bedeutet Assam? Nicht Gift, nein, Sam ist Gift. Was ist Assam? Tod über dich. La, Habibi, la. Ich erkläre dir weiter. Sie sagten Assalamu alaika. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht richtig gehört. Er sagte wa alaikum. Wie war seine Antwort? Wa alaikum. Dann sagte Aisha zu ihnen, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer noch nicht wusste, was los ist. Wa alaikum und la'na. Und sie hat alle ihre Vokabeln raus. Sie hatte Eifersucht für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann hatte er gesagt, ja Aisha, rifqan, freundlich, was ist los mit dir, dass du so überscheinst? Sie sagte, ja Rasulallah, hast du nicht gehört, was sie zu dir gesagt hat? Er sagte in einer Überlieferung, sallallahu alaihi wa sallam, wenn sie das zu mir gesagt haben, dann habe ich ihnen gesagt, wa alaikum. Wenn sie zu mir sagen, Tod über dich, dann habe ich gesagt, auf euch. Und in einer anderen Überlieferung, ebenfalls bei Sahih, sagte der Prophet, von einem wird angenommen, von dem anderen nicht. Also wo ist deine Sorge? Ja, ich. Deswegen, wa alaikum und das reicht. Na, Allah ta'ala ala wa ala.